Ja, hallo und herzlich willkommen zu WWE 2K18, meine Karriere. Ja, wieder mit Todd Molin. Wo ist Daniel Bryan die ganze Zeit? Will er nicht mehr mit uns reden? Hat er so viel Angst? Wurde er gefeuert? Man weiß es nicht. Aber gut, wir sollen mit Todd Molin reden. Mal sehen, was für ein Titelmatch auf uns bevorsteht. Vielleicht gibt es jetzt ein Elimination Chamber Match, einfach random. Alles ist möglich bei Triple H. Wow, stimmt was nicht? Triple H hat mir die Livetten gelesen. Also, hat er ganz normal mit dir geredet? So in etwa. Hör zu, ich muss mal was loswerden. Hast du denn da noch nicht genug geredet, mein Bester? Wenn du mich fragst, hast dich dein Mundwerk in letzter Zeit nicht nur einmal in Schwierigkeiten gebracht. Ich gehe da raus. Gut, wenn du das sagst. Wie wäre es mit einem guten Ratschlag aus der Produktion, bevor du das durchziehst? Natürlich. Du hast zugeschlagen. Die wollten dich in eine andere Richtung lenken. Das hat nicht geklappt. Und du hast nochmal zugeschlagen. Und zwar härter. Und das hat funktioniert. Tja, eben nicht wirklich. Es hat dich aus dem Gleichgewicht geworfen. Also sage ich dir, nutze diese Instabilität zu deinem Vorteil. Es schadet uns nicht, etwas absolut Ausgeflipptes zu tun. Ich könnte ja einfach den Vorschlaghammer von Triple H suchen, stehlen und verwenden. Dafür könnten sie dir kündigen. Das solltest du besser lassen. Egal wie du dich entscheidest, du wirst sicher das Richtige tun und ich werde direkt hinter dir stehen. Gewinne diese Promo. Ja gut, einen Vorschlaghammer zu trauen ist ein bisschen krass. We are coming to you live, eager to hear that opening bell. There's no doubt this is one of the most exciting lineups we've had in a month of Sunday, so stay tuned. I had a feeling we would start this way. By the looks of it, he is not messing around here. He's not going to keep us waiting, so let's find out. Ja, schauen wir mal, was da für eine Promo rauskommt. Not the last time we'll hear from him. Man, it's on now. Let's see what he has to say. You mad, bro? I guess so. A fine line between being confident and being an egomaniac. Mm-hmm.
bad doesn't even begin to describe the blood between these superstars. Now we know what we have in store. How to raise the old heart rate. Now that the WWE Universe is pumped, we move into more WWE action coming up next. Da kommt der nächste Sieg für uns in der Promo. Und das war tatsächlich sogar ganz in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt im ersten Versuch gepackt habe. Das bin ich mir gerade nicht sicher. Könnte sein, könnte nicht sein. Wenn nicht, ihr merkt ja wahrscheinlich, wenn da ein Schnitt ist. Ansonsten habe ich das im ersten Versuch, ja. Wenn, dann wäre es ein Erfolg. Ich hätte es natürlich nochmal machen können, nochmal besser machen können, aber dadurch, wo ich gedacht habe, ich will einfach nur diese Promo gewinnen, hat mir das gereicht. Ich weiß aber nicht, ob ich 100 Punkte erreicht habe. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ein Triple Threat Match bei WrestleMania um den WWE-Titel. The Rock, Triple H und B-Pointer. Du hast Arbeitstier Level 3 freigeschaltet. Da hast du wohl innerhalb von ein paar Sekunden geschafft, die Chance, deinen Titel zu behalten, drastisch zu senken. Das war deine Idee. Ich hab doch nicht so etwas gemeint, Draufgänger. Das war sogar mehr als überfällig. Jedes einzelne Wort musste gesagt werden, und zwar auf der Stelle. Das wird für einige Reaktionen sorgen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Die sollen nur kommen. Ich hab davor keine Angst. Und wenn der gesamte Apparat der WWE dein Blut sehen will, dann können sie davon trinken, so viel sie wollen. Meine Karriere ist jetzt so gut wie unsterblich. Ganz ehrlich, die Familie sagt genau dasselbe zu mir. Das ist Vergelten und Anmarsch. Ich kann es spüren. Die Mutter aller Übertreibungen. Ja, wir haben was Ausgefallenes gemacht. Er wollte es wahrscheinlich nicht so auf die Art. Aber wir haben es auf die Art gemacht. Es ist ein Triple Threat Match um den WWE-Titel. So wollte ich das. So wird es auch kommen. Und dann wird meine Rache auf Triple H, auf The Game, The Cerebral Assassin kommen. Wir können aber gerade gucken. Jo. Juckt mich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ist halt nur ein kleiner Verdienst. Wir können halt nur unsere Attribute noch ein bisschen stärken. Vielleicht greifen. Oh, machen wir das. Gut. Haben uns da noch ein bisschen verbessert. Genau. Das läuft schon mal ganz gut. Ja. WrestleMania ist im Anmarsch. In der nächsten Folge werden wir mal sehen,
wie die Go-Home-Woche ablaufen wird vor WrestleMania, was da auf uns zukommen wird. The Rock wird natürlich da sein, denke ich mal. Triple H wird, denke ich, schon was sagen. Also da wird schon ein bisschen was abgehen hier bei SmackDown um den WWE-Titel. Wenn man überlegt, dass der Main Event ein frischer Star, was, denke ich mal, positiv ist, und zwei Teilzeit-Wrestler im Main Event. Gibt es da gewisse Parallelen in der WWE? Ist ja jetzt nicht so, dass in den letzten Jahren teilweise mal der Fall war, ne? Also, ich sage jetzt mal 33 mit dem Undertaker, wo mich das jetzt natürlich am wenigsten gestört hat, weil der Taker war. Auch wenn man sagen muss, sage ich auch ganz ehrlich, wenn es jetzt kein Karriereende sein sollte, war es natürlich blöd, dass es letztendlich der Main Event war. Muss ich ganz ehrlich sagen. 32 Triple H, 31 Brock Lesnar, 30 Batista, 29 The Rock, 28 The Rock. Krass. WrestleMania 27 war der letzte WrestleMania ohne Teilzeitwrestler. Gut, 26 Taker, theoretisch. Auch wenn man sagen muss, Taker hat ja auch da einen Run gehabt, deswegen würde ich da jetzt nicht sagen, ein wirklicher Teilzeitwrestler im Vergleich zu dem Brock Lesnar oder The Rock. Also 27 war die letzte WrestleMania, wo wirklich kein Teilzeitwrestler im Main Event war. Also ohne Teilzeitwrestler-Beteiligung, klar. 28 Cena, 29 Cena, 30 Brian Orton. Da sehe ich Batista auch als Teilzeitwrestler eher an. 31 Brock Lesnar, 32, also 31 mit Reigns, 32 mit Reigns, 33 mit Reigns und 34 wird es vermutlich auch wieder Reigns Lesnar. Mit Reigns als Teilzeitwrestler, Reigns als, ja, Main Eventer und Lesnar halt als Teilzeitwrestler. Also mal sehen, vielleicht wird es 35 anders. Mal sehen. Ich würde mal sagen, wir hören es in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und ciao.